Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen! Heute ist die Lina natürlich wieder mit dabei. Hallöchen! Hi! Hi! Wir haben einen ganz besonderen Auftrag und zwar sind wir ja hier in einer Hafenstadt, wie ihr unschwer erkennen könnt. Aber hier gibt es gar nichts zu essen in dieser Stadt und deswegen haben die Einwohner sich etwas zu essen gewünscht und deswegen wird es heute wieder ein episches Bauduell geben. Ich werde eine McDonald's-Filiale eröffnen und Lina, was wirst du eröffnen? Einen Burger King! Ja! Und am Ende entscheidet ihr, wer das coolere Gebäude gebaut hat. Elina, wir legen los! Let's go! Ich habe da mal was vorbereitet, ne? Jetzt sehen die ja ganz normal aus, aber jetzt sehen sie so aus, wie sie eigentlich sind. Und zwar werden wir nicht in unserer normalen Standardgröße bauen, sondern wir werden uns ganz klein... Och nee, jetzt muss ich da voll lang hinlaufen. Okay, wir machen uns ganz klein und bauen eine Mini-Filiale. Und es wäre auch sehr, sehr schön, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert. Leute, wenn ihr die nächste Entscheidung nicht verpassen wollt. Plus, habe ich noch eine kleine Neuigkeit. Ich habe hier ja gerade noch mein T-Shirt an, Leute, von der Merch-Kollektion. Also wenn ihr da noch nicht zugeschlagen habt, Leute, Link dazu in der Videobeschreibung. So, das ist aber auch das letzte Mal, dass ich das jetzt gesagt habe. Ich glaube, jetzt hat es jeder mitbekommen, ne? So, wir beginnen mit dem Parkplatz. Let's go. Den Parkplatz machen wir ganz easy. Wie breit machen wir das Ding? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11? Ja, 11 reicht, oder? Was sagt ihr? Achso, ihr könnt ja nicht antworten. Was sagst du, Elina? Ja. 11? Ja. Also ein McDrive passt bei mir auf jeden Fall nicht mehr rein. Der muss eingespart werden. Ja, ich bin hier immer noch beim Parkplatz, als ob du schon so weit bist, das auszubauen. Vor allem, ich habe gesagt McDrive. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Oh, stimmt. Elina, ich habe einen McDrive. Du hast einen... King Drive, ja. So, ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal als Parkplatz. Jetzt müssen wir natürlich hier auch einzelne Parkplätze machen. Wie kriegen wir das hin, Leute? So... Oh nee, das ist ja Glas. Nee, warte, da brauchen wir was Besseres. Dann nehmen wir... Wie sieht das hier aus, Leute? Wolle? Ja, das sieht schön aus. Schön glänzend. So, Parkplatz Nummer 1, Parkplatz Nummer 2, Parkplatz Nummer... Oh, da müssen wir eins breiter machen. Parkplatz Nummer 3. Fertig, aus die Maus. So, Parkplatz haben wir schon mal, Lina. Und ich kann jetzt schon sagen, du hast so gut wie verloren. So. Bitte? Wie sehen denn McDonald's-Filialen heutzutage aus? Ich habe da doch keine Ahnung. Die sehen so voll modern aus, ne? Mit Holz und so. Jetzt bauen wir an diese Seite hier eine Hecke. So, da kann man dann hier durchgehen. So, hier, da geht es dann zur Straße bei der anderen Seite. Da kann man dann dort zur Straße. Das passt ja sogar. Und hier kann man jetzt durchlaufen. So, und hier machen wir jetzt so einen kleinen Miniweg. So, hier machen wir ein bisschen Blumen. Kriegen wir das hin? So, und hier auch nochmal Blumen. Zack, 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 zack. Wie kann man denn Blumen machen, Elina? Hast du da eine Ahnung? Oh, weia, so? Blumen, da bin ich. Gott, das sieht ja katastrophal aus. Okay, dann lassen wir das einfach so. Hier ist also so ein bisschen Deko. Und das kann man hier durchlaufen. Da gibt es dann so einen schönen Holzweg natürlich. So, und dann kommt man zur Filiale. Und eigentlich sind die ja voll modern heutzutage, aber nicht bei uns, Leute. Wir machen hier schön in einem knalligen Rot. So muss das ja sein. Wie groß muss denn so ein Ding sein? Schon groß, ne? Da müssen ja auch einige Kunden rein. Patienten, hätte ich fast gesagt. Einige Kunden müssen da natürlich auch rein. Und ein paar Angestellte. Du brauchst ein Bad, du brauchst eine Küche. Du brauchst Tiefkühlkram. Okay, zack, zack, zack. Ich würde sagen, das reicht aber, oder? Das machen wir hier so. Ich habe auch schon eine Idee, wie wir das Ganze cool dekorieren können. Ich hoffe, Elina klaut mir jetzt hier nicht alle Ideen, die ich hier so sage. Ja. Erzähl du mal, was hast du denn hier schon gemacht, damit ich vielleicht was von dir klauen kann. Von mir kann man nichts klauen. Elina, meine McDonald's sieht aus wie ein Bunker. Meiner sieht auch gerade nicht wirklich wie ein ansehnliches Restaurant aus. Ist das überhaupt groß genug? Ja, die Größe passt eigentlich perfekt. Okay, wir kriegen das hin. Ich hatte nämlich auch schon eine Deko-Idee. Und zwar nehmen wir dazu diese schönen Quarzsäulen. Und da machen wir einfach so. Das sieht doch schon viel geiler aus direkt. Aber wir müssen irgendwie auch noch gelbe Akzente reinbringen, weil die Farben sind ja rot-gelb. Was könnten wir denn jetzt hier mal gelb machen? Oh, ich habe eine ganz verrückte Idee. Ich glaube, das sieht... Oh, wartet mal, wenn wir... Habe ich hier was Gelbes? Ja, Gold! Weil bei unserer Filiale gibt es echtes Gold, Elina. Was? Ja, ja. Ich hoffe, das Cloud baut niemand ab. nach einem halben Tag steht da nur noch das halbe Haus. Aber solange die Kunden zufrieden sind... Zack, zack, zack. So, schauen wir mal. Dieses Dach sieht komisch aus.
Das müssen wir. Also ich glaube, es geht so weit. Wir müssen nur. Oh Gott, die Nina, das ist ganz schlimm, was ich hier gemacht habe. Das ist ganz schlimm. Wenn ich das hier vielleicht weiß, so als Akzent noch hinkriege, Leute, macht es was. Macht das den Laden schöner. Zack. Ich meine, es kommt ja letztlich auf die Küche an, ja, und nicht auf das Aussehen, aber ja, das sieht schon besser aus. Wir brauchen auf jeden Fall ein Dach. Wir brauchen ein Dach, ein ordentliches Dach. Schild. So, das ist immer mega hoch. So. Oh, das klaue ich. Okay, so hoch. Und hey, Lina, das ging geregelt. Das machen wir dann so. 1, 2, 3 und 3 hoch. Oh, das ist gar nicht so schlecht, Leute. Also ich habe, ja, das gefällt mir. Ich meine, ihr müsst ja sehen, ich habe hier nur begrenzte Möglichkeiten. Ja, aber da finde ich es echt nicht schlecht. Hier auf die andere Seite, weil das ist ja immer so doppelt, oder? Jo, ich meine, das sieht natürlich heutzutage ein bisschen anders aus, aber wir sind hier oldschool. Oh Gott, das ist, glaube ich, ein bisschen sehr hoch geworden. Okay, aber wie kriegen wir das hier noch ein bisschen cooler? Und vielleicht, dass wir hier draußen noch irgendwie eine coole Deko machen. Oh, ich habe, glaube ich, eine Idee. Leute, was sagt ihr, wenn wir das so machen? Zack und zack. Oh nee, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe ja Unsinn gemacht. So, genau, zack. Ja, das gefällt mir schon deutlich mehr. Sehr cool. Okay, damit haben wir das auf jeden Fall aufgebessert. Und jetzt können wir auch problemlos so das Dach machen. Jetzt müssen wir nur auf der anderen Seite das genauso machen. Wir sind fertig mit dem Dach. Oh, okay, vielleicht sind wir doch noch nicht fertig. Vielleicht fehlt noch alles. Naja, okay, dann müssen wir aber hier machen und dann das hier richtig einstellen. So, okay, jetzt machen wir kurz das Dach fertig. Dann sieht das auf jeden Fall schon deutlich schicker aus. Vielleicht gewinne ich heute doch, Elina. Das Dach hat sie jetzt schon rausgerissen, glaube ich. Ich hatte noch die Idee, dass wir hier so eine Art Fensterbank machen. Wisst ihr? So, dass wir das hier so andeuten, das ist, glaube ich, auch nicht so. Da sieht das nicht so langweilig aus draußen. Hier, das habe ich auch ein bisschen geändert. Hier habe ich noch einen Fußgängerweg hier ringsherum gemacht, genau. Und hier machen wir jetzt noch diese schönen Dinger. So, schauen wir das Ganze mal in groß an, wie das jetzt aussieht. Whoop. Das ist halt so klein. Leute, guckt euch das an. Whoop. Oh, sie hat dich fast rüber geluschert, Elina, aber es ist nochmal gut gegangen. So, okay, jetzt sind wir draußen fertig, jetzt können wir schon innen bauen. So Leute, was machen wir denn innen? Also wir brauchen auf jeden Fall definitiv erstmal hier eine Theke. Die kommt, wie ich sagen, hier so hin, ne? So, hier ist der Durchgang, genau. Dann brauchen wir Kassen. Oh Gott, wie sehen denn Kassen aus? Nicht so? Ein bisschen sehr große Kassen. Ja, McDonald's nimmt halt viel ein, viel Kohle. Also, wir sind jetzt bei den Tischen angelangt. Problem ist, so könnte man halt einen Tisch bauen. Aber wie ihr seht, hat man dann vielleicht, kommt man nicht so hoch. Das heißt, wir können hier nur eins hochbauen. Aber wie sollen wir dann? Ach, es gibt keine Stühle bei uns, es gibt hier nur Tische. Okay. Aber wenn ich das so mache, das ist doch ganz cool, oder? So. Und dann vielleicht hier noch so. Ja, ich glaube, das geht klar. So, ich wette, du sagst jetzt wieder, oh, das mit den Tischen so kriege ich nicht hin. Und dann komme ich rüber und dann ist es wieder mega krass gebaut, so wie immer. Ja, aber die Tische nicht. Okay, so. Wir sind fertig. Jetzt brauchen wir noch die Küche. Wir sind bei der Küche. Und ein Bad brauchen wir ja auch noch. Okay, nee, da müssen wir dieses Areal hier ein bisschen kleiner machen. Weil hier muss noch das Bad hin. Ja, ich glaube, das kommt so Badfliesen so ein bisschen nah, so ungefähr. Okay, dann machen wir natürlich hier irgendwie zumindest auch noch so ein bisschen Privatsphäre mit einer Tür. So, Bad ist fertig. Hier haben wir das Bad. Und das machen wir. Hier gibt es so eine Tür, würde ich sagen. okay, nee, wir machen ohne Tür. Gibt keine Tür im Bad. Okay, wie machen wir die Toilette, Leute? So. Das ist die. Ja, das sieht gut aus. Das ist die Toilette. Dann haben wir hier ein Waschbecken in der Ecke. Und vielleicht noch so eine Art Mülleimer. Wie kriegen wir das hin? Eine Lampe! Das gefällt mir. Aber vielleicht sieht es noch cooler aus, wenn man das so macht. Ja, ich glaube, das sieht cool aus. Zack. Okay. Schnieke, schnieke, schnieke und so. Nee, das sieht doof aus. Okay. Wieder nach innen, Leute. Ich bin eigentlich so. Alle die Küchendinger brauchen wir noch. Wir brauchen noch einen Kühlschrank. Der kommt hier in die Ecke. So ein doppelt dicker Kühlschrank. Und wir brauchen noch ein paar Öfen. Hier haben wir die verschiedenen Küchen.
Dinger. Das Fenster ist auch auf, damit es schöne Luft ist. Und jetzt müssen wir noch den Boden machen. Boden machen wir... ich habe eine Idee, das habe ich gerade schon gesehen. Das ist so ein Beige-Leuchter. Hier, zack, nehmen wir. Elina, ich bin dann fertig in... Ich auch. 3, 2, 1. Fertig. Stopp. Okay, komm mal rüber, Elina. Ich bin gespannt, was du sagst. 1, 2, 3. Wo bist du? Ah, da. Tada. Sieht ein bisschen aus wie ein Bauernhof, so ein bisschen wie eine Scheune, aber... Stimmt, das sieht echt aus. Was ist das für ein M? Ja, das war halt, ich hatte halt begrenzte Möglichkeiten nur. Ich wollte es auch nicht zu groß machen, das muss ja hin. Oh Gott, was ist da denn für ein rotes Ding? Habe ich das da hingebaut? Sehr, sehr schön. Okay, dann ich stell dir mal alles vor. Also wir haben natürlich hier einen ganz, ganz schnieken Parkplatz mit 10 sogar oder mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir noch eine Laterne, ne, damit hier alles schön ausgeleuchtet ist. Man hat hier eine schöne Grünfläche mit Gehwegen, ja. Kann man rein, ja. Kann sich hier hinstellen und hier seine Mahlzeit genießen. Hier gibt es eine Toilette, Tür ist leider nicht, ne, aber da musste gespart werden, hier muss das Fenster... Oh! Das war ich aber jetzt nicht. Ich wollte nur das Fenster aufmachen! Okay, Leute, kleiner Unfall. Es gab eine Explosion in der Küche, ey, verdammt! Wir hätten doch nicht den billigen Koch einstellen sollen. Ja gut, das ignorieren wir jetzt einfach. Hier haben wir auf jeden Fall noch die Küche. Also du hast ja eh alles gesehen. Okay. Ja. Leute, bitte bewertet mein Haus in der ursprünglichen Version und nicht in der Explosionsversion, okay? Das hat niemand gesehen, Leute, wird rausgeschnitten. So, ab zu Elina, zack. Oh, das sieht mega... Yo, das Symbol ist ja allein schon besser als mein ganzes Haus. Hey, das sieht echt mega gut aus. Also ich war schon sehr lange nicht mehr bei einem Burger King, deswegen weiß ich nicht, wie die aussehen, aber... Okay, warte, wir müssen uns klein machen, damit wir uns das genau anschauen. Wir müssen uns klein machen. Stell dich hier mal vor den Burger King Laden. Ich habe hier, wie du siehst, so ein großes Schild, damit das auch jeder Autofahrer sieht. Dann habe ich da sogar noch in Leuchtschrift, hologrammmäßig, in Rot BK. So, Parkplatz. Leider habe ich nur 4 Parkplätze, also bei mir passt hier nicht so viel rein. So, und innen ist ein bisschen mager, muss ich sagen, also im Gegensatz zu dir. Ja, innen ist halt wirklich mega mager, also innen, also, da habe ich da punkte ich aber kräftig, ja, würde ich mal sagen. Aber ich habe hier eine Eismaschine, habe ich. Muss man auch da braucht man aber viel Fantasie für. Ja. Eine Eismaschine, die aber bestimmt kaputt ist, weil die sind ja immer kaputt. Also ich muss sagen, von außen, und von innen aber pfui, Elina, du. Ja, ja. Da bin ich mal gespannt, was die Zuschauer entscheiden. Aber von außen sieht das echt mega Bombe aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann flankt den Like-Button und abonniert meinen Kanal kostenlos. Plus könnt ihr jetzt dort auf das Video klicken, um zum neuesten Video zu gelangen, was ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Ich würde mich freuen, euch dort anzutreffen. Und dann sehen wir uns. Haut rein, euer Benson. Ciao.